Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Willkommen zurück, Stormtrooper. Ja. Hörst du den Hanks Auto? So. Da hinten sitzt ein Mann. Und hier vorne haben wir noch was zu lesen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon lange nichts mehr vorgelesen. La. Century, was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Der mysteriöse Mr. Kansky? Politiker im Fokus, sind US-Senatoren wirklich so korrupt und Erdbeben in China tötet 10.000 Menschen? Ja, 2028 war Elijah Kansky unser Mann des Jahrhunderts. Er hat die Welt verändert. Androiden haben nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sie haben unser Leben, unsere Familien und das gesellschaftliche Gleichgewicht für immer verändert, ob positiv oder negativ. Kurz danach verschwand Kansky. Er wurde als CEO von CyberLife abgelöst und führt ein Leben abseits der Scheinwerfer. Er hat die Welt, die er erschaffen hat, verlassen. Kamskys Geschichte beginnt 2018, als Gewerbeimmobilien in Detroit billig waren und viele Startups anlockten. Der College-Absolvent setzte all seinen Besitz auf die Entwicklung eines Androiden-Prototyps und war jahrelang erfolglos. Bis zu zwei bahnbrechenden Entdeckungen. Blaues Blut und Biokomponenten. Nach der Enthüllung des ersten funktionsfähigen Modells, das öffentlich den Turing-Test bestand und die Welt verblüffte, wurden Pläne zur Massenfertigung gefasst und CyberLife wurde schnell zur wertvollsten Aktie der Welt. Doch auf dem Gipfel von CyberLifes Macht, das Unternehmen war um der 500-Milliarden-Dollar-Grenze, wow, wurden Gerüchte laut, dass sich Kamsky und seine Aktionäre in puncto Strategie uneinig waren. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Quellen behaupten, Kamsky lebe in einer Luxusvilla irgendwo am Rande seines geliebten Detroits, weise alle Besucher ab und verbringe seine Zeit ausschließlich mit Androiden. Doch die interessanteste Frage bleibt unbeantwortet. Was geht im Kopf des mysteriösen Mr. Kamsky vor? Ja, das ist halt die Frage. Ist halt er derjenige, der sagt, dass sie zu intelligent waren? Wusste er vielleicht sogar, dass da irgendein Fehler drin ist, weil er sie so haben wollte? Dass sie lernen, dass sie Gefühle zeigen, weil er seine Droiden so wollte. Und die haben das nicht rausgekriegt. Wer weiß, wer weiß. Märkte rechnen mit Krieg. Aktienmärkte fallen aus Angst vor Arktiskonflikten. So, die US-Börse schloss gestern 10 Punkte niedriger nach einer Reihe ähnlicher schlechter Abschlüsse in den letzten Wochen. Finanzexperten schieben die schlechte Leistung auf die enorme Abwertung der Konsumwerte, da der Markt noch immer davon überzeugt ist, dass Amerika eher früher als später in einen Krieg um die Arktis verwickelt wird. Diese Einschätzung wird von den andauernden Aktien hoch gestützt. Unternehmen aus Luftfahrt und Waffenproduktion erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Investoren favorisieren weiterhin CyberLife wegen seiner Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium zur Entwicklung von Militärdroiden. Russland und die USA dominieren weiterhin die Weltnachrichten. Und keine Seite scheint nachgeben zu wollen. Deshalb sind die Marktprognosen weiter rückläufig. Ja, Krieg ist unausweichlich. Kommt natürlich dann auch drauf an, wie... Also inwiefern CyberLife jetzt hier seine Droiden, ob die nur nach Amerika schicken? Oder ob die Droiden auch woanders hingeschickt werden? Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier, früher. Mit seinem Sohn. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?
Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf ihrem Küchentisch. Oh, Scheiße. So, richtig? Ich mach alles kaputt mit ihm. Sein Name war Cole. Der Schnee. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Naja. Er hat's versucht. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Vielleicht das in der Programmierung. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren, aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es für Hank besser ist, wenn wir fühlen können oder wenn wir es nicht können. Klingst dir? Aber was bist du wirklich? Oh, meine Güte. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du Heftig. Das Gefühl, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Oh mein Gott. Angst zu sterben, Connor? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Und Nein. sich auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, Oha. Wenn ich jetzt abdrücke? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Ich will nicht sterben. Zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus. Er will, dass wir Gefühle haben. Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Also wir waren jetzt sehr auf der Schiene. Oh mein Gott. Also irgendwo. Irgendwas hatten wir übersehen, weil sonst hätten wir eine Option mehr gehabt. Wir sind logisch geblieben. Hank hätte uns tatsächlich töten lassen. Die zweite Option wäre jetzt nicht, Hank hat Connor leben lassen. Nein, Hank hätte Connor getötet. Oh. Ich ziehe heute mal wieder die richtigen Karten. Fantastisch, fantastisch.